Hallo ihr Leseratten, willkommen zum Ergebnis von Weiterlesen hier und einem dritten Teil. Ja, wieder hatte ich 5 Bücher, die ich halt anlesen möchte und da war zum einen die Subleiche dabei, die Akte von John Grisham und ihr könnt es am Lesezeichen erahnen vielleicht. Ich habe die 5 Seiten angelesen und muss sagen, ja, bis dahin auf jeden Fall gefiel es mir gut. Es kann natürlich immer noch sein, es kann bei allen Büchern passieren, dass ich irgendwann sage, okay, jetzt wird es immer ein bisschen merkwürdig, ich breche es eben doch ab. Aber bis dahin würde ich es gerne weiterlesen wollen. Ja. Das heißt, das Buch wandert auf jeden Fall quasi auf meine Leseliste. Noch habe ich ja keine wirklichen, außer meine selbst auch geschriebenen, für November. Dann das nächste Buch, was mich überrascht hat, weil ich nicht wusste, ob es. Also, weil ich dachte, es würde auch aussortiert werden oder zumindest zu meiner Mutter wandern, ist Erika Mustermann. Das geheime Leben der bekanntesten Durchschnittsautorin, aufgeschrieben von Bettina Peters. Auch das hat sich wunderbar weglesen lassen und ja, darf von mir weitergelesen werden. Dann hat, also ehrlich, haben mich alle Bücher überrascht in irgendeiner Art und Weise. Und so auch dieses Buch, der Tanz mit dem Engel von Elke Edwardson. Es ist ein schwedischer Krimi und ich liebe schwedische Krimis. Für gewöhnlich und Thriller und bla. Sie dachte ich auch, das bleibt auf jeden Fall. Der Schreibstil ist ganz, also für, finde ich zumindest ganz, ganz furchtbar. Ich kam mit dem Schreibstil überhaupt nicht klar. Ich fand das so plump und aufgesetzt, also auch jetzt nicht mal, aber so plump halt. Einfach nur aneinander geklatscht und ich wusste überhaupt nicht, was ist jetzt hier Sache und Sprünge und Zeit, nicht Zeitsprünge, aber so Szenensprünge, wo ich dachte, so, wo sind wir jetzt eigentlich? Was will der Autor mir jetzt sagen? Und nein. Und da das ja erstmal eine Reihe ist, würde ich die ganze Reihe aussortiert. Würde ich die ganze Reihe aussortiert. Das ist auch ein schöner Satz. Werde ich die ganze Reihe aussortieren, weil es bringt mir nichts, wenn ich den ersten Band nicht mag und dann weiterlese. Sorry. Dann ein Buch, wo ich auch dachte, naja, wird wahrscheinlich aussortiert werden. Engels Asche von Cat Martin. Aber nein, der Schreibstil war richtig gut, also hat mir richtig gut gefallen. Und ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht. Es geht um Stalken. Mal wieder. aber ich mag irgendwie, weiß ich nicht, Stalken finde ich gut, klingt bescheuert. Aber ich weiß nicht, ich finde diese Thematik einfach in den Thrillern irgendwie ganz toll. Und deswegen bin ich auch hier gespannt, was es dann auf sich hat und wer dieser Typ ist, der da irgendwelche Nachrichten. Ich meine, das hatten wir erst vor kurzem mit Nachrichten, die irgendwo sind. Ich sage nur Chris Carter. Es wird sehr stürmisch draußen. Also wenn es knackt oder so, dann Wind. Ja, auf jeden Fall wird auch dann im November gelesen, wie die anderen beiden da eben. So, dann habe ich ein Buch von einer Autorin, wo ich auch noch nichts von ihr gelesen habe und gedacht habe, das ist bestimmt toll, als ich alle möglichen Bücher von ihr geholt habe. Der Klappentext klingt auch richtig super. Minute Waters, der Außenseiter. Das erste Kapitel hat so 0, nichts mit dem Klappentext zu tun. Und dann kommen irgendwelche Ausschnitte aus irgendeinem anderen Buch, wo ich mich dann frage, so, hä? Aber es sind auch irgendwie reale Begebenheiten bei. Und das fand ich irgendwie, ich weiß auch nicht, warte mal, da hinten. Den hier vorne. Das ist der Prolog gewesen. Lass mich mal ganz kurz schauen. Wer ist denn hier? Nein, da steht 1. Ja, also wie gesagt, im ersten Kapitel werden halt dann. Ist auch noch im ersten Kapitel wahrscheinlich dann. Ja. Hier geht es um das zweite Kapitel weiter. Und bis dahin ist irgendwie alles so. Ja, wahre Begebenheiten. Ich meine, es ist ja nicht schlecht so irgendwie aufgemacht, aber ich kann damit überhaupt nicht klar. Du bist hier unter das hier dachte ich so. Ich probiere es gar nicht erst weiter, wenn es hinten drauf wirklich gut klingt, aber wenn der Anfang einen schon nicht mitreißt und dann irgendwelche wahren Begebenheiten damit reinspielen, ist eigentlich nicht so meins. Also teils schon, kommt auch immer darauf an, wie es aufgemacht ist, aber die Aufmachung da vorne mit irgendwelchen Kapiteln aus irgendwelchen anderen Büchern und irgendwelchen, ja, Beschreibungen von irgendwelchen Personen und sowas alles, fand ich es einfach nicht so ansprechend. Deswegen darf es auch gehen. So. Was haben wir hier als Ergebnis? Das Lustige ist, bei den drei Büchern dachte ich, die würden gehen. Die bleiben jetzt. Das ist sehr komisch.
Bei den beiden Büchern dachte ich, sie würden bleiben und sie gehen jetzt. Also es ist genau umgekehrt wie meine Vermutung am Anfang. Ich habe immer Vermutungen am Anfang und oder oft. Aber diesmal waren sie komplett falsch. Nun gut, so ist. Damit muss ich jetzt leben. Und deswegen ist es ja auch ganz gut, dass ich eben anlese und gucke, ja oder nein. Man darf sich auch das nächste Lesen ja nein freuen. Ich habe es schon abgedreht. Und ja, mal sehen, was da dann passieren wird. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr mögt. Bis dann. Bye, bye.